Dritter und letzter Wettkampftag beim Judo Grand Prix in Budapest. Japan war mit 3 Goldmedaillen und 2 Silbermedaillen die erfolgreichste Nation in der ungarischen Hauptstadt. Brasilien folgt dem Medaillenspiegel mit 2 Gold- und 2 Silbermedaillen. Kosovo liegt auf Platz 3 mit 1 Goldmedaille und 1 Silbermedaille. Weltmeister Nikolaos Cheradashvili gewinnt das Finale in der Klasse bis 90 Kilogramm. Der Spanier bezwang den Japaner Soichiro Mukai und darf sich über die Goldmedaille freuen. Wir waren beide sehr nervös. Wir kennen uns sehr gut. Ich fühlte, dass er auf mich vorbereitet war, genauso wie ich auf ihn vorbereitet war. Es war ein sehr taktisches Finale mit nicht vielen Angriffen, aber sehr, sehr hart. Marius Wieser, Präsident der International Judo Federation, überreichte die Medaille. Wakaba Tomita gewinnt bei den Damen das Finale in der Klasse bis 78 Kilogramm. Nihei Sheikh Ruhu aus Tunesien musste sich der Japanerin geschlagen geben. Mit einem Ippon sicherte sie sich nach 3 Minuten und 51 Sekunden die Goldmedaille. Da meine Gegnerin viel größer und stärker war als ich, wusste ich, dass ich mich auf meine Grifftechnik konzentrieren musste. So konnte ich sicherstellen, dass ich in dem spannenden Kampf nicht geschlagen wurde. Aaron Wolf sichert sich die Goldmedaille in der Klasse bis 100 Kilogramm. Der Japaner schlug im Finale Grigori Minaskin aus Estland. Nach 3 Minuten und 28 Sekunden beendete der Weltmeister von 2017 den Kampf mit einem Ippon. Olympiasieger István Kovács überreichte die Goldmedaille. Mayra Aguiar, die Weltmeisterin von 2017, gewinnt in Budapest Gold in der Klasse bis 78 Kilogramm. Die Brasilianerin schlug im Finale die Japanerin Ruika Sato. Mit einem Ippon beendete sie nach 4 Minuten und 51 Sekunden den Kampf. In der Klasse über 100 Kilogramm gewinnt Or Sasson aus Israel seinen Finalkampf. Er bezwang den Japaner Kokoro Kagoera. Ein Wasaari reichte nach 4 Minuten und 8 Sekunden zum Sieg in der höchsten Gewichtsklasse. Dr. György Szolosi, Präsident des ungarischen Sportjournalistenverbandes, überreichte ihm seine Medaille. Der Wurf des Tages gelang dem ehemaligen Weltmeister Advan Dilitrikishvili aus Georgien mit einem Ushimata. Für die Teilnehmer und für die Fans war es ein fantastisches Wochenende in Ungarn.